Und herzlich willkommen zu Bahn Nummer 4 und so. Sie willkommen den King Gallem. Ich bin Foxy und wir legen direkt weiter los. Wir müssen noch die Schiffe versenken und Hast dann du haben wir jetzt doch eine dem Base. Untergang geweiht? Na, wie besiegen wir die Dinger da am besten? Wenn halierte Fahrzeuge explodieren, könnte ich stundenlang voller Begeisterung zusehen. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Diese Dreadnoughts erschweren den Angriff auf die sowjetische Basis. Können Sie sie versenken, Commander? Ja. An die Arbeit! Bin ich nah dran gekommen? Upgrade abgeschlossen. Mein Vater war Piranha. Okay, wen soll ich zuerst abholen? Abholen? Was liegt an? Wird gebaut. Guten Tag, Sir. Allzeit bereit. Schlagen wir ein paar Wellen. Ja, da macht er aber den Steg okay, kaputt. Wen soll ich zuerst abholen? Unterwegs. Hier, Tanja. Verstanden. Bären im Wasser? Ich mag sie am liebsten als Bettvorleger. Ich erledige das. Das war jetzt ein bisschen gemein, Tanja. Klingt gut. Aber nur ein bisschen. Da ist einer. Okay. Unterwegs. Vielleicht greifen die ja die Dinger nicht an. Dann kann ich so snacken. Das sind ja vier Stück eigentlich. Okay, 10-4. Auf ihn! Unterwegs. Cool. Und da war die Geschichte. Gehen wir spazieren. Bin dran. Neues Einsatzziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Die können schon die Drohnen, warum? Hoffentlich sind sie angeschnallt. Lassen Sie mich hier nicht verrecken. Mach ich. Bin dran. Oh nein, da haben wir Molly. Das ist richtig langweilig. Sie versuchen anzugreifen mich? Ich warte hier auf Sie. Zeigen Sie mir, wie tapfer Sie sind. Ja, ich bin gleich da, mein Freund. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wie hat denn so gute Kämpfe? Ausbildung. Guardian Panzer einsatzbereit. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Geladen und entsichert. Zeit für einen Sprengsatz. Guardian Panzer einsatzbereit. Ah! Ein Klacks! Hoffentlich sind sie angeschnallt. Wir haben Tanja verloren. Los, Tanja! Tanja, dude! Klingt gut! Räuchert sie auf! Eine Einheit wird angegriffen. Okay, 10-4. Klingt gut! Allzeit bereit! Guardian Panzer einsatzbereit! Okay, 10-4. Rückzug! Es geht jetzt gleich los! Wir treffen gleich ein! Werden sie besiegen! Das ist doch klar! Bereit, Sir, wo ist das Problem? Und Tanja kostet null. Wir werden da reingehen und sie stoppen. IFV erwartet Befehle. Wo ist das Problem? Bereit, Sir, wo ist das Problem? Ah. IFV erwartet Befehle. Bereit, Sir, wo ist das Problem? Unzureichende Mittel. Kampfbereit. 10-4, Sir. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mist. Bereit, Sir, wo ist das Problem? So, lass stürmen. Let's go! Wir besiegen jetzt unseren Freund. Verstanden. Unzureichende Mittel. Umgebung sicher. Einfach durch und weg mit dem Bock. Mal wie viel ich jetzt. Boom, boom, boom ist. Boom, boom, boom. Eine Einheit wird angegriffen. Umgebung sichern. Unzureichende Mittel. Einheit verloren. Eine Einheit ist infiziert. Infiziert? Okay, wen soll ich zuerst abholen? Peacekeeper bereit.
10-4, Sir. Bin unterwegs. Oh yeah. Tango ist auf 9 Uhr. Unzureichende Mittel. Wir regeln das. Sichere Gebiete. Du bist erledigt. Eine Einheit ist in. Wird erledigt. Mann, er infiziert mich. Ich habe das letzte Mission gekriegt, sowas. Und der ganze Zeit die Dauer infiziert. Wir werden beschossen. Du bist erledigt. Hast du schon genug? Eine Einheit ist infiziert. Unzureichende Mittel. Legen wir los. Okay, denen zeigen wir's. Was ist das Scheißding, über? Ich sehe es doch immer. Mach sie alle, Jungs. Unser Verbündeter wird angegriffen. Kann doch sein. Oh, was ist das? Taktische Einheit, wo ist das Problem? Eine Einheit ist infiziert. Na los, na los! Ich meine, wir hätten zu wenig Nahkampf gehabt. Fußsoldaten. Fußsoldaten, ja, Fußsoldaten. Bereit, Sir, wo ist das Problem? Wo steigt die Party? Alles klar. Bereit, Sir, wo ist das Problem? Bin auf Empfang. Einheit verloren. Verstanden. Eine Einheit ist infiziert. Javelin einsatzbereit. Nähere mich Zielgebiet. Gut. Runde 2, let's go! Kommt doch näher! Kontakt! Umgebung sicher! Ich hab ihn! Roger and out! Unterwegs! Rückzug, bevor die andere Armee kommt! Los! Verstanden! Was liegt an? Fällt der eine da oben lang? Egal. Alles klar. Allzeit bereit. Okay. Toll. Immer nur noch einer. Cryoschuss bereit. Na mal los. An die Arbeit. Da, bin da. Dran. Rücke vor. Jawohl. Bin dran. Eine Einheit wird angeschaut. Polieren wir die Kiste. Hoffentlich sind sie angeschnallt. Alles klar. Hey du, warte, C4 ist unterwegs. Das haben wir haben es geschafft, Wir sind durch, so gut wie durch. Zeit für einen Sprengsatz. Hoffentlich sind sie angeschnallt. Klopf. Ich glaube, Tanja lebt noch, weil die immer klopf, klopf sagt. Das gibt einen schönen Knall. Klopf, klopf. Bam! Es gibt einen schönen Knall! Boom, boom, bam! Alles klar! Jawohl! Oh ne, das ist ein Einzelner, der ich tue! Sofort! Ziel wählen! Klopf, klopf! Daniel, löf! Daniel! Klopf, klopf. Statusbericht. Oh, das hat schon wehgetan. Einsatzziel erreicht. Kontakt! Neutralisiert sie! Meine Basis! Sie haben sie zerstört! Ich weiß jetzt, wer sie sind und ich werde mich rächen. Und das war's dann. Ich bin der russische Premierminister. Klopf. Oh, das ist ein großes. Gute Arbeit, Commander. Hey, wir beide sind ein wirklich gutes Team. Gute Arbeit. Das war perfekt. Die alliierten Führer sind außer Gefahr und Khan ist befreit. Ich denke, General Bingham wird beeindruckt sein. Ja, Siggi, ich bin super Fuchsi. Weiter, direkt weiter. Wir haben ja erst 9 Minuten. Bisschen können wir noch. Gute Arbeit, Commander. Die alliierten Generäle wurden befreit und Sie haben die Sowjets aus Frankreich verjagt. Tanya versucht gerade undercover die neuesten Infos zur aktuellen Situation zu erhalten. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es sagen. Tanya? Commander? Lieutenant Eva? Hier draußen muss man sich gelegentlich die Hände schmutzig machen. Ich sitze schließlich nicht in einem gemütlichen Büro. Könnten Sie bitte den Commander auf den neuesten Stand bringen? Natürlich. Die Russen halten Heidelberg. Ich hole gerade aus dem da die Koordinaten ihres Hauptquartiers raus. Allerdings lahmlegen kann ich es für Sie nicht. Das müssen Sie schon selbst machen. Jetzt bitte! Heidelberg.
Heidelberg, die große Befreiung. Sie machen das gut, Commander. Wir haben die Sowjets vertrieben bis in ihr deutsches Hauptquartier im Heidelberger Schloss. Deutschland! Sie müssen auf dem Fluss in die Stadt vorstoßen, da die sowjetischen Stützpunkte schwer befestigt und schwer gesichert sind. Zu gegebener Zeit erhalten sie Zugriff auf Vindicator-Bomber für die Zerstörung designierter Ziele. Jagen wir die Sowjets wieder zurück nach Sibirien. Das hört sich gut an. Das sowjetische Hauptquartier ist hier in Heidelberg. Sie haben Befehl, einen Stützpunkt zu errichten und das Hauptquartier zu zerstören. Das sind Ihre Befehle. Eskortieren Sie Ihr MBF flussaufwärts. Laut Geheimdienst rechnen die Sowjets nicht mit einem Amphibienangriff. Das war's? Okay. Oh, die ist doch heiß. Ich weiß nicht mal, wie die Schauspielerin heißt. Die Sowjets wissen nicht, dass wir hier sind. Sehr erfreulich, so können wir diesen MBFs Begleitschutz geben. Danach errichten sie eine Ausgangsbasis für den Angriff auf das sowjetische Hauptquartier. Und wenn möglich, zerstören sie die Stadt nicht mehr als nötig, Commander. Mal gucken, wie ich gelaunt bin. Was sollen wir machen? Kann ich nicht steuern? Das kann ich auch nicht steuern. Amüsieren wir Vollkraft voraus. Klingt cool. Mit zwei, vier Dinger sollen wir... Das haben wir auch nicht. Ist ja ja. Schade. Natürlich, mein Freund. Wow, 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 wow. Willkommen in Heidelberg, Sir. Ich bin Commander Lisette und ich unterstütze Sie während dieser Operation. Ich sehe zwar nicht tough aus, aber alle, die mich unterschätzt haben, weilen längst nicht mehr unter uns. Der hat mich herausgefordert. Toll, fahren die jetzt wieder hoch oder was? Ach, die fahren hier hin. Okay, dann geht die Map noch größer eigentlich. Ich zeig euch die Gegend. So sieht also Deutschland aus. Tragflächenboote können zwischen einer Standardwaffe und einem Waffenstörsignal umschalten. Visieren Sie die Kevlar-Spulen mit dem Störsignal an, damit sich die Delfine Ihres Co-Commanders gefahrlos nähern können. Au! Los, geht doch dran! Tragflächenboot! Säubern wir die Luft! Super schöne Tanke! Super schöne Tanke! Da 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 da! Super schöne Tanke! Die haben hier nichts verloren! We did it! Ach, wir können gar nicht mit dem Alter im Wasser. Auf geht's! Ihre Flotte bleibt weiter auf bisherigem Kurs. Aber Ihr Job ist hier, auf dem Festland. Errichten Sie einen Stützpunkt, dann wenden Sie sich dem sowjetischen Hauptquartier zu. Passen Sie auf sich auf, Sir. Sie wissen, dass Sie hier sind. Schlimme Nachrichten, Commander. Die Sowjets haben einen eisernen Vorhang errichtet. Dieser eiserne Vorhang dürfte ihre Truppen vorübergehend absolut unbesiegbar machen. Grund genug, ihn zu zerstören. Neues Einsatzziel erhalten. Wird gebaut. Wir müssen den eisernen Vorhang zerstören. Die Sowjets haben beim Bau ihres Stützpunktes den Großteil ihrer Energie und Ressourcen auf die Schwachstellen umgeleitet. Angriffe auf diese Ziele müssten ihre Defensivsysteme nachhaltig schwächen. Der Kompass. Europa gehört jetzt zur Sowjetunion. Und ich werde dafür sorgen, dass es ewig so bleiben wird. Oleg. Mein bester Freund! Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut.
Aber ich würde mal sagen, bevor hier so weitergeht, das war Part Nummer 24 von Kommen in den König der Lambs zu 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.